Grüß dich, liebe Leute. Hier ist wieder euer Dana. Und was ihr neben mir sehen könnt, das ist die Mittelerde Schatten des Kriegers Mithril Edition für die PS4. Ich habe sie mir mal geleistet. Kostet ca. 300 Euro. Ist aber ein riesiges Paket, wie ihr das vielleicht schon seht. Mir geht es gerade zur Zeit ein bisschen beschissen, weil ich bin ziemlich erkältet. Vielleicht seht ihr es ja auch. Ich stehe bestimmt total verfiebert, sage ich mal, aus, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich halte jetzt noch das Video durch und dann geht es wieder ab ins Bett. Also hier die Mithril Edition Mittelerde Schatten des Krieges ist ja schon ein paar Tage draußen und ich habe diese Edition jetzt bekommen und die werde ich mit euch heute mal schön unboxen. Mal gucken, was alles in der Edition drin steht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein Riesenkarton, ne? Und ja, dann viel Spaß mit, wenn es euch gefällt, gebt einen Daumen nach oben und ich würde sagen, los geht's! So, ihr habt das nochmal schön in der Mitte, ne? Also es ist ein riesen Karton, ich kann es mal ein bisschen klappen, damit ihr das mal seht ungefähr, dass ihr die Größe euch mal vorstellen könnt. Ne? Also hier steht PS4, die PS4 gibt es aber auch für die Xbox One, ich weiß gar nicht, ob das für den PC auch gibt. Wüsste ich also nicht. Also wie gesagt, knapp 300 Euro musste ich dafür hinlegen. Und hier steht es nochmal, Mittelerde, Schatten des Krieges, Mithril Edition. Und hier haben wir noch so ein kleines Bildchen, enthält, verstärke deine Armee, 4 legendäre Orc-Champions und episches Schwert der Herrschaft. Also ist auch mit dabei. Ne? Ist ab 16 Jahren geeignet. Und wir drehen den Karton jetzt mal langsam. Was können wir hier entdecken? Hier ist zum einen der Geist auf der einen Seite. Ich weiß gar nicht, wie der gleich heißt. Und hier auf der anderen Seite ist der Hauptcharakter. So, und hier hinten drauf ist das, was alles in der Edition enthalten sein soll. Ne? Und das schauen wir mal. Das schauen wir uns mal etwas näher an. Also, die Mithril Edition enthält eine Sammlerbox, dann die Gold-Edition in exklusiver Metallbox. Magnetischer Ring der Macht mit Premium-Hülle. Okay. Exklusive Mithril-Schatzkiste. Dann offizieller Soundtrack auf CD. Limited Edition 30 cm Statue. Targorov Balrog vs. Carmen Drache. Darauf bin ich schon mal gespannt. Mal sehen, wie die so richtig aussieht. Dann haben wir eine Mordor-Landkarte aus Stoff. Collection. Exklusiver Lithografien und Stämme-Sticker-Paket. Außerdem ist dabei die Gold Edition vom Spiel, ne, Spiel Nemesis Erweiterung, Schlechter Stamm Nemesis Erweiterung, Banditenstamm Story Erweiterung, Galadriels Klinge Story Erweiterung, die Verwüstung Mordors, goldene Schatzkiste. Und es tut mir leid, dass ich meine Rotze hier immer so hochziehen muss. Aber das gehört halt zu einer örtlichen Erkältung dazu. Hier hat man noch ein paar Bildchen. Ne? Schatten des Krieges, nichts wird vergessen. Und hier unten hat man dann hier so eine kleine, sieht man das, so eine kleine Tabelle, die auch bei jedem Spiel mit dabei ist. Es ist halt für einen Spieler, dann ein Netzwerkspieler 1 bis 2, mindestens 45 GB Festplatte braucht er. Ein Dual-Shock-Vibrationsfunktion, dann HD-Video-Ausgang von 720p, 1080i, 1080p, unterstützt Remote Play und ist für die PS4 Pro auch gedacht. Also wird es wahrscheinlich wieder verbesserte Schatten und Details geben. Vielleicht läuft sie auch in diesem 4K-Modus. Kein Plan, aber was da direkt verbessert wurde. Gut, jetzt sind wir soweit. Wir reißen das Teil mal auf. Ich drehe es nochmal rum. So. Hier muss es, glaube ich, aufgehen. Man hat hier oben solche kleinen Kleberchen und die werde ich jetzt mal lösen. So, das Skalpell ist auch geholt. Und jetzt geht's los. So. Einen. Dann den zweiten, den dritten und den vierten. Kann ich das jetzt schon hochziehen oder sind auch noch welche? So, tun wir mal leicht. Ah, hier ist es schon offen. Okay. Ja, also ich brauche dann wieder mein Bettchen. Ich werde das Spiel, so gerne ich das auch spielen würde,
Aber ich werde mich dann wahrscheinlich noch ein bisschen hinlegen, weil es mich jetzt ganz schön erwischt. Aber es soll eher um den Sturm gehen, ne? Die Erkältungsfall. Jetzt sollen wir das mal die Höhle abnehmen. So. So, beiseite stellen. Dann drehen wir uns. Nehmen wir die Kiste mal nochmal schön rum. Nochmal schön lackiert, sag ich mal. Also schön. Schöne Kiste, auf jeden Fall. Ich drehe es nochmal in alle Richtungen. So, und hier haben wir den Öffner. Zack, machen wir das schön auf und klappen das mal hoch. So. Ja, drehe ich das mal rum. Und so sieht es jetzt hier drin aus. Na? Mach das mal hoch. Zack, und hier das Teil runter. So, was haben wir da alles drin? Also ich sehe hier schon eine große Spiele-CD. So, das tun wir mal beiseite legen. Dann haben wir hier auch noch, gib mal hier diesen, nee, das geht nicht. Ich meine, da haben wir hier noch irgendwas. Ah, hier ist wahrscheinlich der Ring mit irgendeinem Teil. So, gucken wir uns das auch an. So, jetzt kann man das wahrscheinlich ein bisschen lösen, oder? Dann würde hier der Soundtrack sein. Und da ist die erste Pappe schon leer. Ich gucke da nochmal, ob da nicht noch irgendwo was hängen geblieben ist. Die tut man aber, die tut man erstmal schön weg. So, und der Rest ist hier nur Figur. Ich wusste gar nicht, dass sie groß ist. Irgendwie 30 cm stehen noch drauf. Das sind keine 30 cm, das ist größer. So. Oh, liebe Leute, für 300 Euro muss man auch ein bisschen was erhalten. So, ich tue aber erstmal die Kiste runter und dann sehen wir uns wieder. So, also kommen wir erstmal zu diesen drei Komponenten. Das Beste kommt dadurch zum Schluss. Also fangen wir mal an mit der, dem Soundtrack. Den mache ich jetzt mal auf. Wenn es denn aufgeht, da ist so ein Pöbelbündig dran. So. So. Genau. Tschaka. So, so sieht's aus. Das sind sogar zwei CDs. Hui. Wie kommt man zu der anderen? Gar nicht. Ah, hier. Na? Zwei CDs, offizieller Soundtrack. Hier hinten steht, glaube ich, noch drauf, was da alles drauf ist. Na, sieht man das ohne Spiegeln? Und wir gucken mal ganz kurz in dieses Teil hier rein. Ah, ach, hier sind die ganzen Lieder. 42 Tracks sind da drauf auf Disc 1 und dann nochmal 46 Tracks auf Disc 2. Okay, also schon mal nicht schlecht, muss ich schon mal dazu sagen. Ja. Gut, dann kommen wir zu dem Spiel. Das tun wir auch mal alles koppeln. Wenn es denn gehen würde. So, jetzt. Folie weg. So, gucken wir noch mal hinten drauf. Das sind noch ein paar Bildchen. Ne, hier sind wieder diese Systemanforderungen. Die hat man ja schon mal gesagt. Jetzt kann man das wahrscheinlich hier so schieben. So, und da hat man hier ein Steelbook. Ne? Schön hier matt gehalten. Hier, das ist glänzend gemacht. Und auf der anderen Seite genauso. So, jetzt gucke ich mal hier rein. Nicht, dass man irgendwelche Codes hier gleich wieder in die Hände fallen. So, so sieht es innen drin aus. Hinten hat man wahrscheinlich, steht irgendwie, sieht man das hier irgendwie so eine Karte. Ne, und hier ist die Spieldisk drin. So, und die hat man dann noch. Moment, ruf mal. Das Inhalts.
Software, Lizenzvertrag, Kundensupport, eingeschränkte Garantie und so weiter. Also natürlich auch Platz für Notizen. Ne? Das schöne Buch. Und dann haben wir hier noch natürlich, Moment, ah, ich habe gerade genießt. Verstärkere deine Armee, vier legendäre Orks, Champions und epische Schwert. Ein episches Schwert der Herrschaft, also das ist schon mal ein Code. Nummer 1. Dann Mithril Edition Inhalt. Guck ich mal ganz kurz, das wird wahrscheinlich die Schatzkiste sein. Das ist ein zweiter Code. Und die Gold Edition Inhalt, das wird auch nochmal so eine Schatzkiste auch sein. Ich guck mal, ja, das ist auch nochmal so ein Bonuscode. Ein dritter Code. Sehr schön. So. Das tun wir hier mal weg. Denn jetzt kommen wir hier zu dem Ring und dieser mysteriösen Schachtel. Die mache ich gleich mal auf. Moment, hier haben wir das Skalpell. So, machen wir es mal auf. So. Ah. Nur für euch mache ich das. Nur für euch da draußen. Im kranken Zustand. So. Okay, und hier haben wir auf jeden Fall so einen Ring. Ah, das ist magnetisch. So hier. Ne? Sind auch hier so Zeichen mit dabei gemacht. Plus meine Fingerabdrücken, die ich jetzt dranlege. Und das ist wahrscheinlich für so eine Art Kühlschrank. Zum Kühlschrank ranmachen. Also ist auf jeden Fall magnetisch. Cool. Und dann gucken wir jetzt mal hier rein. Tschakka, das ist ja so eine Art kleine Box und da kommen verschiedene Dinge mit raus. Tschüss. So, war's das? Ja. Die Sammlerbox. So, das ist hier so ein komisches Skill, Fähigkeitsskill. Mit was fangen wir denn an? Ah, hier haben wir auf jeden Fall die Aufkleber. Schauen wir uns mal an. Das sind diese 1. Ich hab das nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück Aufkleber. Wer also viel Platz zu Hause hat und nicht weiß, was er damit machen soll, Aufkleber ran. So, dann haben wir hier, das ist auch so eine Art Brief, Kuvert. Das sind dann diese Lithografien drin, schätzungsweise. So, okay, matt gehalten. Das sieht hinten drauf aus, also nichts. Okay. 3 Stück. Auch sehr schön. So. Wunderbar. Tschapp. Und hier ist die Karte aus Stoff. Probier die auch gleich mal mit aus. Oh, das ist auch mal ein schönes. Das ist auch mal ein schönes Material. Das sind wie eine Art, wie so eine Art Schleimhaut, ne? Oder irgendwas. Kommt mir das vor. Auf jeden Fall riecht es sogar durch meine Nase, durch meine verstopfte Nase, riecht man die komplette Chemie der Karte. Aber die ist cool gemacht. Also gibt es gar nichts. So, ich werde mit der Kamera ein bisschen weit weggehen. Oh, Sau, die stinkt. So. Ne? Also sieht ziemlich cool aus. Upsa, jetzt komme ich an meinen Zoom. Ich gehe nochmal ein bisschen drüber. Da stehen auch hier die einzelnen. Die einzelnen Orte, wo man dann hinreisen darf. Darf mit T. Gut, okay. So, und jetzt kommen wir zu dem größten, und zwar der Figur. Ich schreibe aber erstmal hier diesen Platz noch ein bisschen auf. Und dann schauen wir mal. So, hier haben wir das Riesenkoloss. Und ich werde das jetzt mal hier aufschneiden. Und mal gucken, ob die auch wirklich ausgefüllt ist, oder doch die Box, oder ob da wieder geschimmelt wird und man eigentlich eine kleinere Box hätte nehmen können. Das ist ja meistens, oder ich will ja nicht sagen meistens, aber in manchen Collectors Editionen so, da ist diese Box größer gemacht als alles, was drin ist. So. Gut. Liebe Leute, ich war verrückt. Ich glaube, ich werde gleich wieder gesund.
Alter! Geil! Seht ihr das schon? Ich lasse es jetzt einfach mal so wirken. Geil! Ja? Ja, ist schon. Ist schon nicht schlecht. Es ist schon nicht schlecht. Ich muss. Oh. Cool. So. Und der ist nicht kaputt gegangen. Wahnsinn. Das tut mich natürlich. Ja. Meine Frau wird wieder begeistert sein. Ach Gott. Alter, das ist natürlich meine Figur, ne? So. Ich muss das selber erstmal ein bisschen begutachten. Also das ist irgendwie kunststoffmäßig, ne? Also es ist nicht unbedingt schwer. Aber ich finde es von dem Design her richtig stark. Und vor allem diesen Art Kupfer oder diesen, wie nennen wir das, Kupfer-Design, nicht schlecht. So, ich habe mich schon ein bisschen beruhigt. Ich hoffe, das kommt auch so rüber, weil ich tue mal hier ein bisschen näher. Ne? Geil. So, jetzt gucken wir aber uns erstmal unten dran. Upa, ich will ja nicht wegbrechen. Was steht hier? Shadow of War, The Middle Earth und dann steht hier, wer hat das hier gemacht? Steht nicht dort. Sonst ist das immer jemand, der schreibt da immer seine Initialen hin, wer das gemacht hat. Aber geil, oder? Richtig, richtig, richtig geil. Ich tue es mir ein bisschen drehen. Die Flügel, der schön zerfledert hier oben, sitzt einer. Cool. Hier sieht man auch leicht, dass es aus mehreren Teilen gemacht worden ist. Aber das macht nichts. Im Großen und Ganzen sieht es richtig stark aus. Und für mich heißt das, ich muss wieder einen Platz finden. Guck mal hier rein. So. Schön stark. Hier hat man nochmal das Menschenteil. Das Menschenteil. Den Mensch. Gut. Ich finde die schon ziemlich heiß. Ob sie natürlich mit dieser ganzen Edition 300 Euro wert ist. Also mit dem gesamten Spiel. Ich meine, gut, das ist die Gold Edition. Aber das muss halt jeder selber wissen, ne? Wer auf so eine Scheiße steht, auf jeden Fall, ne? Okay, stoß noch hier so rum. Cool. Guck mal hier nochmal rein. So. Fein. Wie ist auch so schön hier. Cool, also das finde ich schon in Ordnung, also die Figur finde ich nicht schlecht, also ist schon hingeworden, ne? Und also wie gesagt, sie ist zwar nicht ganz so schwer, man kann sie mit einer Hand, sag ich mal, heben, aber ist also, ja, also ist irgendwie qualitativ schon hochwertig, ne? Gut, liebe Leute, haben wir uns genug angeguckt, jetzt kommen wir mal mit zum Fazit. Ja, liebe Leute, jetzt kommen wir mal zum Fazit. Also es geht um Mittelerde, Schatten des Krieges und zwar die Mithril Edition. Ja, hier seht ihr mal alles, was in der Edition dabei ist. Und sie kostet 299, 95 oder 99, ist bei Amazon noch erhältlich.
Und wir fangen an mit dem Spiel, das wir dabei sind, und zwar in der Gold-Edition. Hier hat man drei Bonus-Codes, die mit dabei sind. Die habe ich euch alle vorgestellt. Dann hat man hier drei Lithografien mit dabei. 7 Aufkleberchen. Hier ist nochmal die Spielehülle. Natürlich ein Steelbook ist mit dabei. Und dann dieser magnetische Ring. Ist halt schade, dass der bloß auf einer Seite so ist. Na, aber er ist wirklich magnetisch mit dieser, ist es Elbenschrift? Auf jeden Fall mit so einem Schriftzug. Dann das Soundtrack ist mit dabei auf 2 CDs, also jeweils 40 Tracks. Und hier diese Karte ist mit dabei aus irgendeinem Stoff, sag ich mal. Also die ist auch nicht schlecht. Und natürlich diese richtig geile Figur. So, also die ist ungefähr 30 cm. Ja, genau. Mein Fazit dazu ist, kann man sich schon mal geben. Also wie gesagt, wer 300 Euro übrig hat und ein bisschen Platz hat, kann man sich die schon mal geben. Also ist eine schöne Figur, ist schön detailreich und ist halt auch in dieser, ich sag immer mal Kupfer, in diesem Kupferteil, also ist nicht bunt lackiert, sondern einfach mal so ein Kupferfarben. Ne? Passt richtig geil rein. Sieht auch irgendwie so richtig ja, detailgetreu aus. Und ja, genau. Ja, 300 Euro halt. Das sind halt diese Euro, die halt ein bisschen stören werden bei meiner Bewertung, weil 300 Euro ist schon eine Hausnummer. Auch wenn das Spiel mit Gold-Edition dazu liegt. Und ich werde mal sagen, ich gebe eine Bewertung von 10. 8,5 Punkte, liebe Leute. Ist natürlich trotzdem gut. Ne? Und ja, es gibt aber auch halt Editions, die halt ein bisschen günstiger gehen. Und wo man trotzdem auch viel davon hat oder wie wurde viel davon drin ist. Aber nichtsdestotrotz ist es eine wirklich gute Edition und ich werde, wenn ich dann wieder ein bisschen mehr auf der Beine bin oder etwas gesünder bin, werde ich mir auch mal das Spiel reingeben und ja, das soll ja auch ziemlich cool sein und genau. So, das soll es vom Fazit gewesen sein. Ja, genau. Ja, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, trotz meiner Erkältung. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Und an die Leute des Livestreams, die da gerne einen Livestream wieder sehen wollten, ich denke an euch. Ich muss halt erstmal sehen, wie es mir gesundheitlich geht. Ich wollte eigentlich Freitag oder Samstag einen machen. Und ja, schauen wir mal, wie es mir dann gesundheitlich geht. Und auf jeden Fall seid ihr hier im Hinterkopf mit eingespeichert. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende euch, euer Daniel. Haut rein. Ciao, ciao.